So eine Klamotte, wa? Wunderschönes Tier. Und der kommt in die Pfanne. Hm. Wenn man das anguckt, hier war auf jeden Fall ein Biber. Frisch eingeknabbert, nicht lange her. Auch mal spannend, das zu sehen, was der so macht. Ja, geil. Juhu. Schön. Oh, ein Döbel. Den konnte er sich nicht entgehen lassen hier. Hm. Schabbi in Barschdekor. Da, der erste Döbel. Und ich mache jetzt mal was, das macht einer von meinen Brüdern immer. Der findet das unschlagbar. Ich mache jetzt hier einen Spinner rein. Und an den Spinner kommt noch eine Geheimwaffe. Nämlich, ich weiß, dass jetzt viele lachen werden, aber ich finde das extrem geil. Kommen jetzt zwei Würmer ran. Die werden sehen, wie die gleich ausrasten. Da. Okay. Das war geil. Das war gerade einfach der Oberhammer, wie geil der den genommen hat. Oh, geil. Mm. Ich hatte gerade umgebaut, den ersten Testwurf gemacht und ich habe das noch nie gehabt, dass ich in Zeitlupe zugucken kann, wie so ein Barsch beißt vor meinen Füßen. Total geil. Darf ich mir den Hecht hier holen, der in der Bucht steht?
Erik hat gesagt, ja, mit irgendeinem coolen Spruch, den ich gehört habe. Holen wir, bevor Erik angeln kann. Sag doch hier Hecht. Und siehst du, Mini-Hecht. So, und jetzt gucke, wie groß der ist. Das meine ich zu dir. Den nimmt der. Die sich den packen. Ja. Ja, das Ei schwimmt hier gerade. Boah. Alter, das ist bestimmt Karpfen. So wie der abgehangen ist. Erik, kannst du das Ei hier mal rausholen? Mein Schussanzeiger-Ei. Alter, ist der abgehangen, ey. Zum Glück war ich gerade an der Route. Aber guck mal, wie der kämpft, Alter. Ich setze meinen Kaffee von so. Geil. Macht mal wieder Spaß. Kleiner Ersatzkauf. Na ja. Der erste Barsch auf dem Chubby. Oh, schön. Ist geil. So. Zurück. Schön für den Kopf. Vielen Dank. Ja. Karpfen? Oh, da hol ich mal einen Kille. Eieieiei. Schöner Kopf. Da hast du deinen Spiegler. So stell ich mir auch einen Fisch vor. Schön. Wie goldig die sind, wa?